Hallo Leute, es ist Samstag und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch mal einen Passat rausgesucht und zwar den 3BG. Den habe ich mir jetzt vor kurzem gekauft. Warum stelle ich euch das Auto vor? Weil es natürlich nicht nur irgendein 3BG ist, es ist ein W8. Wie der Name sagt, W8, 8 Zylinder, 4 Liter Hubraum und Allradantrieb. Schönes Auto, zeitloses Design, aber gut, das sind die 3BG ja alle. Was hat er? Außenrum können wir mal anfangen. Was unterscheidet ihn als erstes? Ist vorne die große Bremsanlage und die 17 Zoll Felgen Standard. Das sind jetzt nicht die typischen W8 Felgen, aber das sind auch Felgen von einem W8. Dann haben wir Xenon-Scheinwerfer serienmäßig, das nette W8 Logo, natürlich dann obligatorisch, ist ganz klar. Chrom, wie es die Highline alle hatten, also die Chromzierleisten in der Türmitte, das ist quasi das klassische Highline Exterieurpaket. Und die Chromdachringe. Eine Besonderheit hat er hier hinten noch. Und zwar sind es die Chromleisten an den Rückleuchten. Die gibt es auch nur beim W8 so. Und das Auffälligste natürlich am Heck ist die doppelflutige Zweirohr-Auspuffanlage. Doppelflutig, Zweirohr. Ne, ihr wisst, was ich meine. Ihr seht. So, dann schauen wir mal vorne rein. Gucken uns das Hinterrad mal an. Ja, die einzigste Möglichkeit, wie man einen 8-Zylinder in den Passat reinkriegt, ist natürlich die W-Variante, also ein Doppel-V. Kann man sich vorstellen, das sind zwei VR-Motoren in einem V gestellt und dann hat man quasi pro Seite 4 Zylinder. Oben die große Ansaugbrücke drauf. Man sieht relativ wenig, weil wie gesagt der Motor relativ groß ist und der Rest ist halt verkleidet, wie man es so kennt bei Volkswagen. Ja, ich mache mal an. Ihr könnt da mal von vorne hören. Klingt jetzt im Stand etwas unspektakulär, aber man muss ja auch auf die Geräuschemissionen achten. Von dem her einmal ans Heck. Da klingt das dann schon anders. Oder kam noch Wasser mit? Dann einmal auf die Beifahrerseite. Dann nehmen wir mal Platz. Wir nehmen Platz auf schwarzem Leder. Das war, glaube ich, auch serienmäßig im W8. Es hat die schöne gestreifte Optik. Das sieht gut aus und ist tierisch. Ja, ansonsten haben wir ein Doppel-D-Navi mit drin. Wir haben im Armaturenbrett, was auch nur die W8 haben, diese Chromzierleisten. Das zieht sich durch, auch in den Türverkleidungen. Das ist alles W8 typisch und gibt es beim normalen 3BG eigentlich nicht. Wir haben eine ambiente Beleuchtung in der Innenraumlampe. So sieht man es vielleicht besser. Genau, und im Spiegel auch. Ja, Schiebedach hat er, aber kein Glasdach, sondern ein Solardach. Da sind quasi Solarpaneele von oben drauf, die das Fahrzeug im Sommer, wenn es irgendwo in der Sonne steht, über den Innenraumlüfter runterkühlen.
Das ist eine ganz nette Geschichte, wenn es funktioniert. Das funktioniert, ich weiß es. Ich habe es schon gesehen und getestet. Genau, und ansonsten ja, gemütliche Wurzelholzdekore. Und ja, auffällig hier innen natürlich der Tacho bis 300. Die MKL leuchtet, nicht wundern. Lambda-Sonde-Defekt. Ja, und das war's zum 3BG W8. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Ciao.